Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder mal hier bei Gauda Akustik in unserem Werk in Renningen bei Stuttgart. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen über das, was die meisten Menschen so als Philosophie im Lautsprecherbau bezeichnen. Ich habe das Wort nicht gerne, sondern Philosophie ist irgendwas Vergeistigtes und Subjektives. Wir bauen Lautsprecher, die wirklich objektiv den höchsten Qualitätskriterien genügen. Und es gibt auch sehr, sehr viele objektive Kriterien, die man beim Lautsprecherbau durchaus anwenden kann. Und darüber soll es heute gehen. Beginnen wir mit dem Gehäuse. Das Gehäuse ist ein ganz, ganz wichtiger Teil des Lautsprechers, nicht nur optisch, sondern natürlich auch klanglich von entscheidender Bedeutung. Und wir haben es da im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt in den Technologien, um bessere Lautsprechergehäuse zu bauen. Das Neueste, was wir machen, ist die sogenannte RIP Construction RC-Technologie. Wir bauen also einen Lautsprecher nicht auf herkömmliche Weise mit Seitenwänden links, rechts, Deckel oben, unten, sondern wir fräsen Rippen. Das ist so eine Rippe zum Beispiel hier von der DAG 80, die ich hier mitgebracht habe. Und diese Rippe wird aus dem Vollmaterial rausgefräst. Sie sehen hier verschiedene Öffnungen und Zapfen. All das dient dazu, dass wir eben den Lautsprecher so aufbauen können. Jetzt müssen Sie sich so vorstellen, diese Rippen werden übereinander gestapelt und mit Dämpfern versehen zwischendrin. Und so entsteht dann das Lautsprechergehäuse sukzessive. Wozu dient das? Nun, wir haben natürlich gemerkt, wie viele andere auch, dass Gehäuse mitschwingen. Sie schrauben ein Lautsprecherchassis in eine Schallwand rein und dann fängt plötzlich das gesamte Gehäuse an zu vibrieren. Diese Vibrationen sind nicht nur unschön, sondern die verfälschen den Klang sehr, sehr stark. Und deswegen setzen wir auf diese Technologie auch hier bei unserer neuen großen Serie, der Dark-Serie. Dark steht hier unten auch schön dran, heißt Dynamic Aluminum Rip Construction und bezeichnet eben die Aufbauweise des Lautsprechers und eben auch die Wirkungsweise. Wir haben hier eine unglaublich dynamische Wiedergabe, weil das Aluminium sehr hart ist und keine Energie aufnimmt von den Chassis, sondern die gesamte akustische Energie wird nach vorne abgestrahlt. Das nächst Wichtige beim Lautsprecher neben dem Gehäuse sind natürlich die einzelnen Lautsprecherchassis, also die Membranen, die den Schall erzeugen. Wir haben hier wieder eine typische Anordnung für uns. Wir haben ein 2,5-Wege-System bei der DAG 80 und die Membranen bestehen aus Keramik oder den Hochtöner können Sie wahlweise auch in Diamant bestellen. Nun, warum Keramik oder Diamant? Klar, wir wollen leichte Membranen, die wir stark beschleunigen können, weil Sie müssen überlegen, diese große Membran hier, die 17 cm Membran, muss bis zur Übernahme 3500 Mal pro Sekunde hin und her schwingen können. Und dann erst setzt ja der Hochtöner ein. Und das ist für so eine große Membran schon ein richtiges Problem. Und deswegen muss die Membran steif sein, aber eben auch leicht. Und der Antrieb muss sehr stark sein, damit eben die Beschleunigungen erzielt werden können. Nun, warum ist das so wichtig? Klar, Musik besteht aus Impulsen. Sie können sich vorstellen, wenn man eben nur Sinustöne hätte, wäre es relativ einfach. Aber die Musik besteht aus Impulsen. Denken Sie zum Beispiel an Schlagzeug, Gitarre, Klavier oder selbst die Stimme arbeitet sehr stark mit Impulsen. Und diese Impulse muss der Lautsprecher wiedergeben können. Und deswegen verwenden wir eben harte, steife, aber sehr, sehr leichte Membranen mit einem starken Antrieb. Ja, und damit das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Chassis funktioniert, da benötigt man natürlich eine Frequenzweiche. Ich habe hier mal die Mitteltonweiche mitgebracht von der DAG 100. Das ist nur für den Mittelton sehr, sehr aufwendige Schaltung und sehr viele Bauteile. Aber das braucht man eben nur mal für eine spezielle Art von Filter, die wir verwenden und die sonst keiner auf der Welt kann oder verwendet. Und zwar müssen Sie sich vorstellen, wir haben ja hier einen Mitteltöner und einen Hochtöner. Und diese beiden teilen sich ja die Arbeit ab einem gewissen Bereich. Oder besser noch natürlich wäre, wenn der Hochtöner dort anfangen würde, wo der Mitteltöner aufhört. Das ist aber im passiven Analogbereich nicht möglich. Ich möchte es mal kurz anzeigen, hier auf dem Whiteboard. Gehen wir also mal her und zeichnen uns wieder mal einen typischen Frequenzgang auf. So, Abszisse wieder die Frequenz und Ordinate wieder die Amplitude oder die Lautstärke.
Und jetzt nehmen wir mal ein System mit zwei Lautsprechern, also zum Beispiel der Bass- und Mitteltöner oder der Mitteltöner-Hochtöner. Der eine Lautsprecher arbeitet hier und der zweite sollte dann hier irgendwo anfangen. Nun, wie gesagt, im passiven analogen Bereich können wir keine unendlichen Steilheiten realisieren. Was wir aber können, sind eben Filter mit 6 dB pro Oktave in verschiedenen Ordnungen. Ein Filter erster Ordnung hat immer 6 dB pro Oktave, das sieht dann ungefähr so aus. Der Mitteltöner geht raus mit eben 6 dB pro Oktave. Und der Hochtöner, nehmen wir an, das funktioniert so, geht mit 6 dB pro Oktave rein. Er macht es ungefähr so. Ja, was bedeutet das, wenn wir jetzt mal hier uns den Bereich ansehen bei minus 10 dB, dann sehen wir hier, haben wir ein Gebiet, ich schraffiere es mal in blau, ein Gebiet, in dem beide Lautsprecherchassis arbeiten, entsprechend hier bei diesen Frequenzen. In diesem ganzen Bereich also arbeiten die beiden Lautsprecher gemeinsam und emittieren die gleichen Frequenzen. Ja, nun, dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie das beim Lautsprecher in Natura aussieht wirklich. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Dark 80, ich habe also den Mitteltöner hier und den Hochtöner. Sie erkennen, die beiden Lautsprecherchassis sind völlig unterschiedlich. Der Mitteltöner ist sehr, sehr viel größer, hat eine stark gekrümmte Membran, der Hochtöner ist sehr, sehr viel kleiner. Und jetzt werden die gleichen Frequenzen von beiden Schallquellen emittiert, über einen großen Frequenzbereich. Und damit dürfte Ihnen klar sein, ja, das Impulsverhalten wird natürlich hier stark verschmiert. Der Hochtöner kommt auch noch früher an als der Mitteltöner, weil wir ja hier ungefähr hier mit der Ohrhöhe sitzen. Und das führt eben dazu, dass wir in diesem gesamten Frequenzbereich ein verschmierendes Impulsverhalten und einen Verlust der Phaseninformation haben. Verlust der Phaseninformation heißt natürlich einfach eingeschränkte Räumlichkeit. Wir hören nicht genau, wo auf der Aufnahme der Musiker sitzt und wie groß der Raum ist. Das, was sehr, sehr wichtig ist für uns. Und deswegen gehen wir hier bei Gauda Akustik dazu über, steilflankige Filter zu bauen. Wir versuchen, den Mitteltöner so steil wie möglich rauszunehmen und den so steil wie möglich rein. Und wenn wir das jetzt wieder hier anschauen, dann sieht das folgendermaßen aus. Der Mitteltöner geht hier so steil raus und der Hochtöner kommt so steil rein. Wenn Sie sich jetzt das anschauen, gleichen Frequenzbereich, dann haben wir also nur diesen kleinen Bereich, wo ein Überlapp stattfindet und damit nur in diesem kleinen Bereich irgendein Problem. Im Vergleich zu dem anderen System ein Riesenvorteil, ein Riesenvorteil. Ja, jetzt haben wir ein tolles Gehäuse, Lautsprecherchassis, Frequenzweiche, alles zusammen. Nur jetzt muss natürlich nur eine Sache stimmen. Und zwar, dieser Lautsprecher steht ja nicht in einem perfekten Studio, sondern dieser Lautsprecher steht in einem Wohnzimmer oder Ihrem Hörzimmer zu Hause. Und diese Räume sind ja meistens eben nicht so perfekt akustisch eingerichtet wie ein Studio. So, was machen wir dagegen? Nun, wir haben gesagt, es gibt eine gute Möglichkeit, indem wir einfach hergehen und den Lautsprecher einstellbar machen auf Ihren Raum. Ganz, ganz wichtig ist sicherlich immer die Basswiedergabe, weil die Resonanzen des Raums verändern ja sehr, sehr stark die Basswiedergabe. Und natürlich in den heutigen Räumen haben wir oftmals sehr viel Stein und Glas, das heißt sehr harte, schallreflektierende Materialien. Und damit haben wir immer das Problem, dass nicht nur der Lautsprecher Schall abstrahlt, sondern eben auch die Wände, die Glasscheiben, Fußbodendecke beeinflussen sehr, sehr stark das Klangergebnis. Wir gehen deshalb her und verpassen hier bei unseren DACs zum Beispiel die Lautsprecherbox mit einem Einstellterminal, das wir Room Equalization System nennen. Ich kann es Ihnen mal hier gerade zeigen, am besten mal
Folgen Sie mir mal hier hinten zum Lautsprecher. Wir haben hier einen Einstellbügel für den Hochtonbereich. Den kann man rausziehen. So, dann haben wir Einstellung 1 ohne Bügel. Einstellung 2 heißt linear. Und Einstellung 3 heißt Absenkung der Höhen. Genauso das gleiche hier im Bassbereich. Ich kann hier den Bügel rausziehen. Dann habe ich die minimale Einstellung im Bassbereich. Hier ist der Bass linear. Und wenn ich ihn in diese Position einstelle, dann habe ich eine Überhöhung von 1,5 dB im Bass. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich mehr Bass will, weniger, bei den Höhen genauso. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, wenn ich sehr nah an der Wand stehe, wenn ich an der Ecke stehe oder wenn ich einen großen Raum habe. Und mit diesem Room Equalization System können wir Ihnen die Möglichkeit geben, dass diese Lautsprecherbox nicht nur in einem perfekten Studio klingt, sondern wirklich bei Ihnen zu Hause. So, das war ein kurzer Einblick in die technologische Welt bei Gauda Akustik. Gibt noch ein paar mehr Geheimnisse. Sie wissen sicherlich, wir haben ja noch ein paar andere Videos auf unserem Gauda Akustik Kanal. Da werden noch ein paar andere Sachen beschrieben. Am Schluss möchte ich noch ganz kurz etwas zur Herstellung sagen. Wir fertigen alles hier in Renningen bei Gauda Akustik selber. Wir bauen die Lautsprecher zusammen, wir entwickeln sie, wir bauen auch die Frequenzweichen selber, wir fräsen, wir bestücken, wir löten. Sie haben also alles aus einer Hand, wenn Sie bei Gauda Akustik eine Lautsprecherbox kaufen. Was wir auch noch ganz klar machen ist, wir messen jede Box ausführlich und wir hören jede Box Probe. So können Sie sicher sein, wenn dieser Lautsprecher hier unser Werk verlässt, dann ist er wirklich in mehrfacher Hinsicht gecheckt und überprüft worden. Und Sie bekommen ja auf alle unsere Lautsprecher auch 10 Jahre Garantie. Und natürlich haben wir noch ein paar Individualisierungen, die wir machen können, von der Oberfläche her, von speziellen Filtern im Lautsprecher drin. Der Fantasie sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt, Sie müssen einfach nur mit uns reden und fragen, was geht, oder eben schildern, was für Probleme Sie beim Musikhören zu Hause haben. Dann finden wir eine Lösung. Ja, und wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier noch mehr Videos in unserem Gauda Akustik-Kanal haben und dass Sie uns gerne auch E-Mails schreiben dürfen oder anrufen, wenn Sie noch Fragen dazu haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.